Hallo, willkommen zu Kapitel 13. Es ist Zeit, dass wir uns auf den Schlusspunkt der Diskussion zu Fehlertoleranz und Verlässlichkeit zubewegen. Wir kommen hier zum Kronjuwel dieser ganzen Diskussion, zum Problem des Konsenses, der Einigung von der Herstellung von Einigkeit in einem verteilten System, selbst wenn Fehler vorliegen. Das ist in gewissem Sinne das allgemeinste und weitreichendste Problem. Wenn wir das lösen können, haben wir viele andere Dinge als Spezialfall mit erledigt. Entsprechend müssen wir etwas ausholen, was eigentlich gemeint ist mit Konsens. Und das Interessante ist, dass es hier viele Fälle gibt, die durchaus praktisch relevant und möglich sind zu lösen. Es gibt aber auch Fälle, die praktisch mindestens so relevant sind und die beweisbar unmöglich sind. Über dieses Spannungsfeld werden wir uns hier zunächst mal unterhalten. Danach gibt es praktische Algorithmen dafür, die für unterschiedliche Klassen von Problemvarianten geeignet sind. Zwei davon sind Draft und Paxos als typische praktisch einsetzbare Algorithmen. Die beide zu besprechen würde den Rahmen der Vorlesung dann doch sprengen. Insbesondere Paxos ist ein kompliziertes Verfahren, sodass wir hier nur Raft besprechen werden. Zum Schluss schauen wir uns noch kurz an, was man in komplexeren Situationen machen kann. Das ist das sogenannte byzantinische Agreement. Und dann kommen noch kleine, ganz, ganz klitzekleine Fallstudien und eine Zusammenfassung. Und dann ist auch dieses Kapitel zu Ende. So. Was meinen wir, wenn wir eigentlich von Konsens reden? Lassen Sie uns noch mal kurz zurückdenken an das Two-Phase- und Three-Phase-Commit-Protokoll. Da ging es ja um die Frage von Sicherheit und Lebendigkeit, von Safety und Liveness. Und die Protokolle hatten unterschiedliche Trade-offs, insbesondere noch, wenn man den dritten Aspekt Overhead hinzunimmt. Aber beide waren nicht safe und live im formalen Sinne. Also, ist das nur, weil diese Protokolle jetzt irgendwie doof sind oder gibt es da einen tieferen Grund dafür? Können wir über dieses Problem systematischer nachdenken? Und die Antwort ist ja, wir können systematischer darüber nachdenken, wenn wir uns überlegen, was wir eigentlich wirklich wollen. Und das, was wir wirklich wollen, ist eine einheitliche Entscheidung. Und Two-Phase, Three-Phase-Commit hatten ja schon genau diesen Aspekt, ne? Dieses, ich möchte einheitlich mich entscheiden für Abort oder Commit. Destillieren wir hier mal die Essenz raus. Und die Intuition, wie das üblicherweise dann erzählt wird, ist das sogenannte Zwei-Armeen-Problem. Stellen Sie sich Folgendes vor. Sie haben zwei Armeen, irgendwie Bärenmützen tragende Armee und Cowboyhut tragende Armee. Und die eine ist in einem Tal und die andere ist auf zwei Berghänge verteilt an gegenüberliegenden Stellen dieses Tales. Und wenn die beiden auf den Bergen sich einigen, gemeinsam zum gleichen Zeitpunkt loszurennen, dann werden sie gewinnen. Wenn nur eine von den beiden losrennt, dann wird sie gegen die andere Armee hier unten verlieren. Problem dabei ist, wir haben keine verlässliche Kommunikation, da sind dicke Wolken dazwischen, sie können sich nicht zuwinken, sie können irgendwie Meldereiter losschicken, aber die könnten da unten abgefangen werden, die könnten verloren gehen und ähnliche schreckliche Dinge passieren. Also, wie schaffen wir es, in einer Situation, in der sowas passieren kann, in der wir in dieser Situation sind, trotzdem Einigkeit herzustellen über diesen Lass-uns-gemeinsam-losrennen-Zeitpunkt. Formalisiert heißt das, wir haben eine Menge von Prozessen und ich reduziere es auf den absoluten Kern. Jeder Prozess kann eine 0 oder eine 1 vorschlagen. Denken Sie, Abort Commit oder was auch immer. Wenn Sie sich auf ein Bit einigen können, können Sie sich auf alles einigen. Kann eine 0 oder eine 1 vorschlagen als erwünschtes Resultat. Okay? Vorschlagen. Nach dem Vorschlagen kommt das Entscheiden. Wenn Sie sich entschieden haben, haben Sie diesen Wert Ihrer Entscheidung der Welt preisgegeben, öffentlich gemacht und eine Entscheidung können Sie nicht rückgängig machen. Sie können so oft Ihre Vorschläge ändern, wie Sie wollen, aber irgendwann gibt es einen Punkt in diesem Protokoll, an dem Sie sagen, ich, Prozess 5, entscheide mich jetzt für 0 oder für 1. Und das ist in Stein gemeißelt. Und die Anforderung, die ich an diese Situation habe, ist dreifach. Erstens, Agreement. Alle Prozesse müssen sich für den gleichen Wert entscheiden. Aller 0 oder aller 1. Terminierung. Alle Prozesse entscheiden sich irgendwann. Okay? Wenn ich jetzt nur Agreement und Terminierung fordere,
dann können Sie mir ein triviales Protokoll angeben. Pausieren Sie das Video, denken Sie nach. Sie haben 5 Sekunden Zeit, mir ein triviales Protokoll zu liefern, das Agreement und Terminierung liefert. Wenn Sie rausgekriegt haben, dass eine Antwort ist, gebe immer 0 aus als Entscheidung, dann ist es richtig. Wenn Sie rausgekriegt haben, entscheide dich immer für 1, dann ist es auch richtig. Wenn Sie einfach die Vorschläge ignorieren, haben Sie 2 triviale Protokolle. Aber das ist natürlich albern, nicht? Aber deswegen brauche ich noch eine 3. Forderung. Ich brauche noch eine Forderung, die sagt, du darfst die Vorschläge nicht ignorieren. Was mache ich folgendermaßen? Das ist die Validity-Forderung. Wenn alle Prozesse mit 0 anfangen, dann müssen sich auch beide für die 0 entscheiden. Wenn andererseits beide Prozesse, alle Prozesse mit 1 anfangen, könnte ich jetzt sagen, dann müssen sich auch beide für 1 entscheiden. Harte Forderung. Ich mache es sogar noch weicher. Ich mache sogar noch hier eine Abschwächung meiner Vorbedingung. Ich sage, wenn alle Prozesse mit 1 anfangen und alle Nachrichten ausgeliefert werden, nur dann fordere ich, dass sich beide für die 1 entscheiden. Also ich bin noch bescheidener in dem, was ich da erwarte. Warum mache ich das? Warum mache ich so bescheidene Anforderungen? Naja, ich versuche, die kleinste Menge an Anforderungen, an Formulierungen zu finden, sodass man hinterher argumentieren kann, wenn ich selbst das nicht lösen kann, dann ist das Problem tatsächlich schwer, dann ist es tatsächlich nicht plausibel in Praxis lösbar. Wenn ich das lösen kann, dann kann ich über härtere Forderungen nachdenken. Und wir werden rauskriegen, in seiner ganzen Schönheit ist dieses Problem eigentlich nicht lösbar. Es sei denn, wir schränken uns durch zusätzliche Annahmen auf lösbare Fälle ein. Naja, und eine fast schon banale zusätzliche Annahme ist zu sagen, es gibt keine Ausfälle. Nichts geht kaputt, alle Nachrichten kommen an, keine Knoten fallen aus. Naja, dann ist das banal, ne? Banales deterministisches Verfahren wäre zu sagen, jeder schickt seinen Vorschlag an alle und dann machen sie irgendeine deterministische Entscheidungsregel. Dann machen sie das Minimum, dann machen sie das Maximum, dann machen sie die Mehrheitsentscheidung. Da können sie sich fast ausdenken, was sie wollen, solange alle Prozesse die gleiche deterministische Regel auf den gleichen deterministisch vorliegenden Daten anwenden, kriegen sie natürlich Agreement, Termination, Validity entsprechend raus. Kein Problem. Aber langweilig. Was ist, wenn Knoten ausfallen dürfen, aber ich garantieren kann, dass alle Nachrichten in beschränkter Zeit ankommen? Ich kenne eine obere Schranke für meine Nachrichten. De facto, ich habe eigentlich so ein Time-Slotted-Modell. Ich habe eigentlich so ein synchrones Modell dabei. Okay, jetzt muss ich ein bisschen genauer auf meine Formulierungen gucken. Validity muss ich jetzt etwas umformulieren. Jetzt kann ich noch sagen, naja, wenn alle mit dem gleichen Wert starten, kann ich jetzt noch sagen, alle entscheiden sich, nee, die können ja ausfallen. Also muss ich hier präziser formulieren, alle non-failing processes, alle nicht ausfallenden Prozesse müssen sich entscheiden. Okay, so, und jetzt können Sie ein konkretes Fehlermodell hier hinschreiben, jetzt können Sie sagen, naja, was passiert denn, wenn höchstens F Prozesse ausfallen? Dann behaupte ich, und das ist eine schöne Hausaufgabe, behaupte ich, wenn Sie jetzt F plus 1 Runden lang einen Broadcast von jedem an jedem durchführen, dann muss es eine Runde geben, in der alle Nachrichten ausgeliefert werden. Und in dieser Runde können Sie sich tatsächlich entscheiden. Also am Ende dieser F plus 1 Runden gab es eine Runde, in der alle Informationen verbreitet wurde. In der Runde, danach können Sie sich entscheiden und damit haben Sie Agreement, Terminierung, Validity sichergestellt. Und das ist auch die Grundidee für den sogenannten Flatset-Algorithmus. Sie schicken Ihren Vorschlag an alle Ihre Nachbarn, Sie empfangen das von Ihren Nachbarn, haben damit eine Menge von Vorschlägen. Diese verteilen Sie wieder und jedes Mal in jeder Runde wird diese Menge größer. Und am Ende Ihrer F plus 1 Runden müssen Sie sich überlegen, hat jeder alle Elemente bekommen, die er bekommen kann. Und jetzt brauchen Sie wieder eine deterministische Entscheidungsregel. Typische Hausaufgabe jetzt. Warum brauchen Sie F plus 1 Runden? Warum reichen nicht 2 Runden, um das zu tun? Eigentlich müsste man doch nach 2 Runden schon fertig sein. Ist man nicht. Okay, so, ein anderes spannendes Szenario, bei dem man denken würde, es geht eigentlich gar nicht, aber es faszinierenderweise doch geht, ist das folgende. Sie haben Verräter in Ihren Reihen, das sogenannte byzantinische Agreement.
solange meine Nachrichten trotzdem noch in begrenzter Zeit ankommen, ich also mich darauf verlassen kann, dass innerhalb fester Zeitabschnitte, dann funktioniert das immer noch. Allerdings können sie nicht beliebig viele Verräter tolerieren. Nicht eben bei Flatset konnten wir eigentlich beliebig viele Knoten kaputt gehen lassen. Ich habe nicht gesagt, dass F irgendwie im Verhältnis zur Anzahl der Gesamtknoten stehen muss. Hier brauchen Sie für F-Verräter insgesamt mindestens 3F plus einen weiteren Knoten. 3F reicht nicht. Sie brauchen einen weiteren Knoten, um tatsächlich sicherstellen zu können, was da passiert. Was soll da passieren? Das sind wieder die drei Forderungen. Mein Agreement heißt, keine zwei fehlerhaften Prozesse entscheiden sich unterschiedlich. Warum muss ich hier wieder einschränken? Naja, mein Gott, ein Verräter kann sich für irgendwas entscheiden, ne? Der tut ganz lieb und macht alles mit, und wenn es dann wirklich ans Entscheiden geht, dann nimmt er irgendwie minus 5 oder sonst was zufällig Ausgewähltes, und das können Sie nicht erwarten, dass das klappt. Validity ähnlich, die Non-Faulty-Prozesse. Wenn die Non-Faulties, die Nicht-Verräter, sich mit dem gleichen Wert anfangen, dann muss das Resultat sein. Eine mögliche Formulierung. Und auch Terminierung, alle Nicht-Fehlerhaften müssen terminieren. Sie können nicht davon ausgehen, dass Sie einen Verräter dazu zwingen können, dass er irgendwann sagt, jetzt habe ich mich entschieden. Er sagt einfach, nein, ich entscheide mich nicht, meine Suppe esse ich nicht. Okay. Ja, byzantinisches Agreement gucken wir uns ein bisschen später hier genauer an. Lassen Sie uns zu den unmöglichen Szenarien kommen. Und das ist eigentlich ja das viel Spannendere als diese kleine Menge von eingeschränkt plausiblen Szenarien. Das wesentliche Resultat hier ist das sogenannte Fisher-Lynch-Patterson-Resultat, das mir Folgendes sagt. Wenn ich ein asynchrones System habe, bei dem ich nicht mehr davon ausgehen kann, dass meine Nachrichtenlaufzeiten beschränkt sind, bei denen auch die Prozesse unterschiedlich schnell sein können, aber Nachrichtenlaufzeiten ist das der anschaulichere Aspekt davon. Wenn meine Nachrichtenlaufzeiten nicht mehr beschränkt sind, wenn ich also nicht weiß, dass eine Nachricht entweder in dieser Zeit ankommt, oder sie kommt nicht an, oder es muss der Prozess ausgefallen sein. Wenn ich das nicht unterscheiden kann und es einen Prozess geben kann, selbst wenn es nur einen einzigen Prozess geben kann, der möglicherweise ausfällt, selbst in diesem Szenario, einer kann ausfallen und Asynchronität. Das sind die beiden Schwächen Ihres Systems. Wenn die beide vorhanden sind, dann gibt es keinen deterministischen Algorithmus, der Konsens herstellt. Es gibt ihn nicht. Es ist beweisbar, dass es ihn nicht gibt. Es ist nicht so, wir sind so blöd, ihn zu finden. Nein, wir wissen, es kann ihn nicht geben. Das ist ärgerlich. Und es ist diese Kombination von Asynchronie und Ausfällen, die hinter dem Problem steckt. Und Ausfälle können Sie nie ausschließen, und obere Schranken für Nachrichtenlaufzeiten haben sie auch nicht. Also das ist ein praktisch relevantes Fall. Synchronizität ist eine extrem starke Annahme. Es ist eine so starke Annahme, dass sie hier eine Unmöglichkeit in eine nahezu Trivialität verkehrt. Von daher, damit muss man vorsichtig sein, sowas ins Geschäft zu stecken. Das kann man nicht einfach so argumentieren, weil es auch praktisch nicht realisierbar ist. So, jetzt fragen Sie natürlich, wo ist der Beweis? Der Beweis ist weggelassen. Der ist tatsächlich gar nicht so leicht. Darüber redet man erstmal 2 Stunden über Formalismen und wie man das formal aufschreibt und so weiter und so weiter. Und dann hat man eine ganze Menge von Spezialfällen dabei zu bedenken. Hier ist eine ganz vernünftige Erklärung aufgeschrieben. Ich denke, damit sind Sie besser bedient, wenn Sie das interessieren sollte. Und eigentlich ist das auch eher etwas, was in eine Distributed Algorithms Theorievorlesung gehört, als in so eine verteilte Systeme-Vorlesung. Ich haue Ihnen das jetzt hier einfach nur um die Ohren, und ich hoffe, dass Sie damit erstmal zufrieden sind. Ich möchte aber noch ein bisschen drüber reden, was das bedeutet. Was folgt denn aus diesem FLP-Resultat? Daraus folgt eine ganze Menge. Man muss das genau lesen. Da steht, dass deterministische Algorithmen keine Garantie abgeben können für Liveness und Safety. Und das ist der Hintergrund, warum wir ja auch mit Two-Phase- und Three-Phase-Commit-Schwierigkeiten hatten. Ich kann in diesen Situationen keine Garantie geben. Das heißt aber nicht, da steht kein Wort davon, dass es nicht praktische Algorithmen geben kann, die
hinreichend oft hinreichend gut sind. Also ich wechsle die Forderung von zu sagen, es muss Agreement herrschen. Ich schwäche das ab zu einer randomisierten Forderung, in der ich sage, naja, die Wahrscheinlichkeit, dass es unterschiedliche Entscheidungen gibt, die Wahrscheinlichkeit, dass manche Knoten sich für 0 und manche für 1 entscheiden, diese Wahrscheinlichkeit soll klein sein. Und idealerweise sehr klein. Und vielleicht sogar stark abnehmend, schnell sinkend, diese Wahrscheinlichkeit eines Nicht-Agreements, schnell sinkend in dem Aufwand, den ich bereit bin reinzustecken. Und das Interessante ist, ja, das geht. Das geht. Und das geht sogar so gut, dass Sie plausible Algorithmen finden können, dass die Wahrscheinlichkeit einer Fehlentscheidung vernachlässigbar ist im Zeitalter des Universums. Etwas plump gesagt, aber auf sowas läuft es raus. Das heißt, es ist zwar eine theoretische Unmöglichkeit, es ist aber keine praktische Unmöglichkeit. Okay? Vielleicht noch so als ein bisschen weiterer Kontext. Das hat eine ganze Reihe von Konsequenzen. Zum Beispiel ist der Reliable Terminating Multicast ist äquivalent zu Konsens. Im Sinne von, wenn Sie das eine lösen können, können Sie das andere lösen. Und weil Sie das eine nicht lösen können, gibt es keinen Reliable Terminating Multicast. Terminating Reliable, warum steht hier Reliable Terminating? TRM. Terminating Reliable Multicast. Deterministisch. Randomisiert können Sie wieder alles machen. Hier ist noch eine kleine Zusammenfassung, die ist aus Tannenbaum abgeschrieben, die Ihnen zeigt, dass die Synchronität versus Asynchronität das eigentlich das entscheidende Kriterium ist, bei dem Dinge dann anfangen schief zu gehen. Sobald Sie irgendwo keine Schranken mehr haben können, sobald irgendwas asynchron wird, sei es die Nachrichtenlaufzeit, sei es Ihr Prozessverhalten oder Dinge umsortiert werden können, weil Sie sich nicht mehr auf Reihenfolgen verlassen können, dann werden Dinge schwierig. Trotzdem, es gibt immer noch so ein paar Randfälle, bei denen es dann wieder geht. Also Sie merken, das Konsensproblem ist vielgestaltig und vielschichtig, aber ganz viele Fälle funktionieren nur randomisiert. Sprich, wir müssen uns jetzt als nächstes ein randomisiertes Konsensverfahren angucken und schauen, wie das jeweils funktioniert. Und das machen wir mit Raft. Erstmal danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Video.